Wir haben früher Liebesbotschaften mit Pfeilen und mit Brieftauben versandt, vorwiegend mit der Brieftaube. Man hat einen kleinen Zettel geschrieben, hat der Brieftaube das Ding ans Bein gebunden, sie wusste wohin, alles war geklärt. Zwei Tage später kam die Antwort. Heute machen die das mit kleinen magischen Sprechknochen, die sie iPhone nennen, obwohl sie nicht eierförmig sind, sondern eckig. Aber das hat mich schon ein wenig irritiert. Ich habe es versucht. Ich habe also eines dieser modernen iPhone genommen, habe meine Textbotschaft nach Anleitung einer jungen Dame eingetippt, habe meine schnellste und beste Brieftaube genommen, habe ihr das Ding ins Bein gebunden und habe gesagt, flieg! Es klappte nicht. Es hat nicht viel Sinn. Also ich sage euch, Leute, mit Brieftauben funktioniert es nicht. Und was ich dann immer wieder gehört habe in den letzten Monaten, das Wort iPad. Dann habe ich gefragt, junger Herr, was ist ein iPad? Und er hat es mir erklärt. Worauf ich sagte, Freund, das ist gar nicht neu. Das gab es zu meiner Zeit schon. Ja, da hieß es nicht iPad, da hieß es Kreidepad. Ich habe, ja, für die IT-Leute, ich habe eins mitgebracht, um es zu verdeutlichen. Das ist ein Kreidepad. Ultraflach, ja, ultraflaches Design, Wireless LAN, entspiegelte Oberfläche, Schriftprogramm vorinstalliert. Spiele vorinstalliert. Ein bisschen langweiliges Spiel, ich gewinne auch immer, aber es macht trotzdem Spaß. Man kann es sehr vielseitig verwenden und wenn man löschen will, ganz einfach, man nimmt das sogenannte NAS-Programm, man geht hin und her darüber und schon ist das Ding gelöscht. Virenfrei ist es auch noch. Was will man mehr an Technik, ja? Also ihr seht, viele Dinge sind nicht neu, sie sind nur verbessert worden. So gab es denn früher nicht nur das Ritter-iPad, sondern auch das Ritter-Laptop. Da staunt der Laie und der Fachmann wundert sich. Das Ritter-Laptop war eine Tafel aus Holz, wo man zwei Holzstücke aneinander gemacht hat, sodass man sie auf- und zuklappen konnte. In der Mitte waren diese Holzplatten ausgehöhlt und dort hinein wurde Bienenwachs gegossen. Daran befestigt war ein kleiner Metallstift. Musste man also unterwegs eine Notiz sich merken, so ritzte man die einfach in das Bienenwachs ein, klappte zu, steckte es wieder in den Beutel und gut war's. Zu Hause klappte man auf, konnte die Sache entziffern und man wusste schon die Gedankenstütze und vergaß nichts. Ja, das war das Laptop der damaligen Zeit. Und das Löschen war auch ebenso einfach. Man hat ein Eisen warm gemacht, hat darüber gerieben und schon war die Schrift verschwunden. Ohne Probleme. Man konnte es immer wieder verwenden. O tempora o mores. Da gibt es in der heutigen Zeit Dinge, die gab es damals nicht. Das ist richtig. Aber immer wieder verwunderlich, was man alles schon kannte.